Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Zeig Gnade. Hab Mitleid mit einem armen Tropfen. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein. Halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Kein Wunder, dass ein Weib dir den Arsch retten musste. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut.
Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen! Du weißt, wie das... Scheißdreck! Leck mich doch! Dopsy diddy. Wir sind quitt. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst, trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht!
Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann.